Hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Gebet im Masjid übersteigt und übertrifft das Gebet im Haus und auf dem Markt, also auf dem Arbeitsplatz. Er sagt, das Wort Bid'a bezieht sich auf eine unbekannte Zahl von 3 bis 9 oder 3 bis 10. Das heißt, ja, nee, um 23 bis 29 Mal wird das Gebet in der Moschee vervielfacht. Wenn ich mich nicht irre, gibt es explizite Überlieferungen, in denen von 26 oder 27 die Rede ist. Was ist aber hier gemeint? Heißt das, selbst wenn ich zu Hause in der Gemeinschaft bete, ist das Gebet in der Moschee trotzdem 27 Mal oder 26 Mal besser und vortrefflicher als das Gebet im Haus oder auf dem Arbeitsplatz, wenn ich in der Gemeinschaft bete? Al-Hafiz ibn Hajar sagt ja. Aber die Ibn Daqiq al-Eid und andere sagen, nein, das ist nicht der Fall. Ibn Daqiq al-Eid sagt, wurde hier nur genannt, das Wort Masjid wurde genannt, damit ist gemeint, ja, in der Jama'a, weil man meistens in den Moscheen in der Jama'a betet. Das ist so ähnlich wie die Aussage des Propheten, wie die Aussage Allah Ta'alas, وَرَبَائِبُكُمُ und eure Stieftöchter, die in euren Schößen sind, die in euren Schößen aufgewachsen sind. Das heißt, von euren Frauen, mit denen ihr verkehrt habt. Also die Tochter einer Frau, die du geheiratet hast, diese Tochter, ist sie für dich Mahram oder nicht? Oder bist du ihr Mahram oder nicht? Mahram ist einfach, Mahram bedeutet, wenn man es ganz kurz und einfach darstellt, der Mahram ist ein Mann, der diese Frau aufgrund einer verwandtschaftlichen Beziehung oder Schwägerschaft nicht heiraten darf. Oder Milchverwandtschaft nicht heiraten darf. Und umgekehrt für die Frau ein Mann, den sie nicht heiraten darf. So, jetzt, ein Mann heiratet eine Frau. Diese Frau hat ein Kind, eine Tochter. Ist diese Tochter, sie ist ja mit ihm eigentlich nicht verwandt. Also, sie ist nicht blutsverwandt mit ihm. Keine Milchverwandtschaft besteht. Sie ist eigentlich eine Fremde. Darf er sie heiraten? Allah Ta'ala sagt, eure Stieftöchter, die in euren Schößen aufwachsen. Nehmen wir mal an jetzt, wir haben jetzt hier zwei, in dem Vers werden zwei Eigenschaften erwähnt. Einmal Frauen, mit denen ihr verkehrt habt. Zweitens Stieftöchter, die in euren Schößen aufgewachsen sind. Was ist, wenn nur dieser Punkt nicht gegeben ist, das heißt, sie ist nicht in meinem Schoß aufgewachsen. Sie ist beispielsweise woanders aufgewachsen. Ich habe sie nie gesehen. Nach Jahren kommt sie irgendwann und die Mutter ist tot. Ja? Oder man hat sie geschieden. Darf man sie jetzt heiraten? La. Warum erwähnt Allah Ta'ala fi hujurikum? Sie sagen, hada wasfun ghalibi. Das ist ein Attribut, das erwähnt wird, weil es meistens so ist. Meistens heiratet eine Frau im jungen Alter wieder und das Kind wächst dann beim neuen Ehemann auf. Nicht, weil das eine Bedingung ist. Und hier, Ibn Daqiq al-Eid sagt, hier ist das ähnlich. Der Ausdruck in der Moschee, damit ist nur gemeint in der Jama'a. Und deswegen, interessanterweise, ihr wisst, die Hanabila sind der Auffassung, dass das Salat al-Jama'a also das Gemeinschaftsgebet eine individuelle Pflicht ist. Und das ist eine der sogenannten Mufradat im Madhhab. Das heißt Einzelauffassung bei den Hanabila. Die Jumhur der Ahlul Ilm sind der Auffassung, dass das Gebet in der Gemeinschaft keine individuelle Pflicht ist. Individuell, dann meinen wir, jeder Einzelne muss das machen. Mann, ja, Mann, nicht Frau. Aber die Hanabila sagen auch, dass es nicht verpflichtend ist, dass es in der Moschee passiert. Sondern irgendwo, auch wenn es zu Hause passiert. Taib.